Ich helfe dir. Ich bin bei dir. Mit einer Stahlbart ab. Ich kann nur hoffen, dass sich diese geflügelten Mistviecher nicht noch weiter verbreiten. Andernfalls haben wir ein echtes Problem am Hals. Ich brauche eine Spitzhacke. Die Gargoyles auf dieser Insel sind erledigt. Bist du dir sicher? Ich denke schon. Die Biester riecht man ja schon auf 1000 Fuß. Gut gemacht. Hier, ich habe 5 Gargoyle-Eier gefunden. Ja, das habe ich erwartet. Gute Arbeit. Damit ist diese Insel von der unheilvollen Brut befreit. Echt jetzt? Ey, ich hatte schon wieder mein scheiß Mikro aus. Ey, ich breche ins Essen. So, ich begrüße euch einfach jetzt nochmal. Ich wünsche euch ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Risen 2 Dark Waters. Mit dem Idioten Fudge. Boah, dass ich ständig mein Mikro aus habe. Ich weiß nicht mal, warum das aus war. Naja, egal. Ich hatte gerade ein bisschen Schiss, dass ich die nicht alle Eier finde und was weiß ich was. Auf jeden Fall, konnten wir jetzt die letzten beiden Gargoyles kalt machen. Dank Patty. Hätten Patty nicht dabei, dann wären wir richtig am Arsch gewesen. Ich habe kein Proviant mehr und habe trotzdem alle Eier gefunden. Jetzt müssen wir auf jeden Fall gleich mal wieder in die Stadt gehen. Ich schätze, damit ist diese Insel sauber. Ja, aber unsere eigentliche Aufgabe erwartet uns noch.
der Lufttempel. Viele Hinweise auf seinen genauen Standort habe ich in den alten Schriften nicht gefunden. Aber es gibt viele Geschichten, die davon berichten. Erzähl mir davon. Der Lufttempel soll sich auf einer Insel befinden. Seefahrer, die sie einmal gesehen haben wollen, berichten von fürchterlichen Stürmen und Unwettern. Das ist nichts Ungewöhnliches. Jedoch war da die Rede von magischen Stürmen, die wie von Geisterhand einem denkenden Wesen zu gehorchen scheinen. Vielleicht kann Patty, mein Steuermann, etwas damit anfangen. Dein Steuermann? Du hast ein Schiff? Ich bin jetzt Pirat, falls es dir noch nicht aufgefallen ist. Das erklärt einiges, zum Beispiel deine seltsame Kleidung. Also gut, sag mir, wo ich dein Schiff finde. Es liegt im Hafen vor Anker. Dann werde ich keine weitere Zeit verschwenden und mich dorthin begeben. Willkommen an Bord. Es ist mir eine Ehre, mein Freund. Na toll, noch ein Maul zu stopfen. Hoffentlich ist sich der feine Herr Druide nicht zu schade, auch mal die Planken zu schrubben. Oh, du bist vielleicht eine, ey. Ich weiß ja nicht, in welche Richtung du gehst, ne, aber... Oh Mann. Ja, gut. Wir haben auf jeden Fall jetzt ein neues Crewmitglied. Ich weiß nicht, ob ich in die richtige Richtung... richtige Richtung gerade laufe. Aber ich schätze jetzt einfach mal. Was haben wir denn hier? Stimmt. Ich mache selber nochmal einen Quicksave. Sicher ist sicher. Trank. Das Gefährlichste an Einhand Willi war seine Hakenhand. Jeder, der sich mit Willi auf einen Zweikampf einließ, bekam sie zu spüren. Willi kehrte von der Insel der Toten nie zurück. Okay, anscheinend war ich hier noch nicht. Oh, schon wieder verschlossene Truhe. Ja, dann komm mal ran. Gut gemacht. So. Ich habe keinen Schimmer, wo ich jetzt hier rauskomme. Interessant. Okay, ich weiß nicht, was mir die Gräber hier sagen sollen. Kein Schimmer. Naja, egal, wir gehen jetzt erstmal hier wieder in die Stadt rein, denn ich werde mich jetzt erstmal wieder schlafen legen. Und ich werde mich jetzt erstmal von Patty wieder trennen. Von einem Lufttempel hast du nicht zufällig etwas gehört, oder? Ich habe viel gehört, aber davon weiß ich nichts. Und was ist mit einer Insel inmitten von magischen Stürmen? Von Magie verstehe ich nichts. Bei der Beschreibung fällt mir nur die Sturminsel ein. Ich weiß sogar, wie man da hinkommt. Sturminsel, Klingt gut. Ein Versuch ist es wert. Wie mache ich mich? Naja, zu einem richtigen Pirat fehlt dir noch das eine oder andere. Aha, und was genau? Ich sag dir Bescheid, wenn mir etwas einfällt. Ja, okay. So. Wir sollten uns wieder trennen. Gut. So, gut. Patty geht jetzt wieder an Bord. Ich begebe mich jetzt erstmal... in irgendein Bett, weil es wird dunkel und im Dunkeln mag ich es nicht zu zocken. Gut, ich habe jetzt irgendwie die Hoffnung gehabt, dass ich hier ein Bett finde, aber nee. Schade.
Ja, komm. Hier rum. Ja, wo finde ich denn jetzt ein Bettchen? Der hat sich auch gerade pennen gelegt, so wie es aussieht. Lobe den Tag nicht vor dem Abend. Ja, komm, laber nicht. Einer geht noch. Ja, gönn dir. Da ist ein Bett. Und dann lege ich mich jetzt auch eiskalt einfach rein. Ich weiß nicht mal, welches Zimmer das ist, aber egal. So, vielleicht kann ich jetzt einmal mit Captain Slane reden. Ja, ich gehe ja schon außen rum. Mann. Ich kann bei dem ja gegebenenfalls vielleicht noch ein paar Quests abgeben. Ja, groß ist die Macht. Ja, groß ist die Macht des Meeres. Ja. Da ist unser Schiff. Werde ich hier vorne mal hingehen. Zu Captain Slane. Mal schauen, wo der so rumpimmelt. Da ist er doch schon. Eine Sache noch. Ja? Was gibt's? Die Wasserfässer sind unterwegs. Ah, sehr gut. Das war meine größte Sorge, wenn ich ehrlich bin. Nichts ist schlimmer als Durst auf hoher See und faules Wasser an Bord. Gute Arbeit. Ich habe einen Steuermann für dich. Tatsächlich? Wer ist es? Sein Name ist Morgan. Taugt er was? Keine Ahnung. Schau ihn dir erstmal an. Ja, das werde ich. Und wehe, er gibt wieder Worte. Danke. Ich stehe in deiner Schuld. Lass uns ein bisschen plaudern. Wenn du willst. Jetzt, wo wir Piratenkapitäne hier so rumstehen. Dir gefällt das Leben als Pirat, was? Ja, man kommt viel herum und ich muss zugeben, ich habe schon schlimmere Jobs gehabt. Erzähl mir davon. Alles begann vor einigen Jahren auf einem Kahn der Inquisition. Ein ziemlich übel gelaunter Inquisitor namens Mendoza hatte damals das Sagen. Auf der Insel Faranga galt es, einen Titanen zurück in seinen Käfig zu sperren. So? Du warst also ein Protektor? Na, das war in einem früheren Leben. Die Zeiten haben sich etwas geändert, wie du siehst. Hm. So. Meine Geschichte ist kurz. Schon als junger Mann wurde ich von Admiral Alvarez, der damals noch zur See fuhr, an Bord seines Schiffes aufgenommen. Auf den Planken eines Piratenschiffes, frei zu sein von allen Zwängen und mein eigener Herr zu sein, war genau das Leben, das ich führen wollte. Also bin ich auch dabei geblieben. Alvarez ist also dein Mentor? Wenn du so willst. Doch hat er sich kein Stück weiterentwickelt. Es sind immer noch die gleichen Sprüche, immer noch die gleiche Engstirnigkeit wie früher. Wie bist du zu deinem Schiff gekommen? Ich hab's mir verdient. Viele Kämpfe, viele Gegner. Am Ende war ich der Sieger und das Schiff war mein. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Wie bist du mit Kapitän Stahlbart zurechtgekommen? Ich mochte ihn. Von ihm habe ich eine Menge lernen können. Er war stark. Der beste Pirat, den die Südsee jemals gesehen hat. Ein großer Verlust. Du hast da ein schweres Erbe angetreten, mein Freund. Ja, ich weiß. Was kannst du mir über Kapitän Garcia erzählen? Ein gieriger Mistkerl. Aber er ist gut. Er ist seinen Gegnern immer um eine Nasenlänge voraus. Und wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat, zieht er es eiskalt durch. Wir werden noch eine Menge Spaß mit ihm kriegen. Wo könnte sich Garcia aufhalten? Ich habe absolut keine Ahnung, mein Freund. Angeblich soll er in Caldera gesehen worden sein. Aber ob das stimmt? Wer weiß. Okay. Caldera. Ja, das ist jetzt natürlich die Sache. Aber da kommen wir später noch irgendwann hin. So, wir brauchen auf jeden Fall noch irgendwie... Der alte Mac wartet auf seine Lieferung. Ach ja, ich habe ihn total vergessen. Ich werde die Sache sofort erledigen. Lass mal gut sein, ich mach das schon.
Wirklich? Das ist nett, Sir. Hier sind seine wöchentlichen Rationen. Und sag ihm, es wird nicht wieder vorkommen. Mach ich. Scheiße. Wer war nochmal der alte Mac? Ich war ewig nicht mehr auf einer richtigen Kaperfahrt. Ich hab Sei keine doch froh, Ahnung, dass du auf Antigua bist. Es gibt. Ja, groß ist die Macht des Meeres. Spencer auch. Im Becher ersaufen mehr Leute als im Meer. Oh, scheiße, ey. Sei doch froh, dass du auf Antigua bist. Es gibt kaum ein Schiff, das es in den Hafen. Ach, weißt du was? Mac werden wir früher oder später eh noch finden. Ich werde. Ach, genau. Was sein muss, muss sein. Der alte Mac, der war ja oben, der am Turm. Na, ich werde jetzt erstmal mit Alvarez reden. Gucken, was er so zu erzählen hat. Aber kurz den Spielstand speichern und dann einmal mit ihm reden. So, da kommt der nächste Esel in meine Stadt. Wie bitte? Willkommen. Ich nehme an, du hast dich schon eingelebt. Sehr schön. Wenn ich mich wieder beruhigt habe, können wir gleich über deine Kapitänstaufe reden. Jetzt, nachdem Stahlbart uns verlassen hat, wird es recht leer hier im Haus der Kapitäne. Du weißt, dass Stahlbart tot ist. Ja, ein großer Verlust. Nun, leider nicht zu ändern. Du hast das Erbe von Stahlbart angetreten. Also wirst du auch seine Pflichten übernehmen. Deine Kapitänstaufe muss erst einmal gehörig gefeiert werden. Ist mir eine Ehre. In der Tat, das ist es. Du bist einer der letzten Piratenkapitäne der Südsee, mein Junge. Eine große Verantwortung liegt auf deinen Schultern. Also, vollziehe mit mir das Aufnahmeritual deiner geistigen Väter. Aus einst zu glorreichen und besseren Tagen. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt tun muss. Ach, vergiss es einfach. Ich werde mich wohl an die Gepflogenheiten der neuen Generationen gewöhnen müssen. Ich habe deinen Streit mit Slane mitbekommen. Ja, Slane ist dein Hundesohn. Der wird's auch noch lernen. Und wenn er hier die nächsten Jahre versauert. Er bringt dich ziemlich auf die Palme, hä? Ich habe schon viele Kapitäne an ihrem eigenen Ego scheitern sehen. Slane ist einer dieser Männer, die ihre Stärke überschätzen. Du bist hoffentlich ein wenig einsichtiger, mein Junge. Worum ging es genau? Manchmal ist eine ganze Armee nicht genug, um das Böse zu bekämpfen. Vor allem dann nicht, wenn man nicht weiß, wo sich das Böse verbirgt. Ich verstehe nicht. Das macht nichts. Wenn die Zeit kommt, wirst du verstehen. Slane ahnt nicht im Entferntesten, welche Macht er in seinen Händen hält. Der Blutopferdolch ist eine gefährliche Waffe, die in den falschen Händen Verheerendes anrichten kann. Es wird ein hartes Stück Arbeit werden, ihm die Augen zu öffnen. Wenn es nicht schon zu spät ist. Du kanntest Stahlbart gut? Das kann man wohl sagen. Damals, als ich selbst noch Kapitän war, kaperten er und ich oft gemeinsam die Schiffe des Königs. Und nach unseren Erfolgen ließen wir in den Tavernen der Südsee die Puppen tanzen. Aber Stahlbart war nicht zuletzt deshalb einer der berüchtigtsten Kapitäne, weil er kodextreu war. Schreib dir das ruhig hinter die Ohren, Junge. Du bist traditionsbewusst. Nichts geht über den Kodex. Wer den Kodex nicht ehrt, der ist verloren. Was steht in diesem Kodex? Ich wusste, dass ich bei dir noch viel Arbeit vor mir haben würde. Du hast doch nicht die geringste Ahnung, wovon ich rede. Es sind die elementaren Regeln, die uns zu dem machen, was wir sind, mein Junge. Sie bringen uns Ruhm und Ehre, halten die Gemeinschaft zusammen und bewahren uns vor unseren eigenen Dummheiten. Du solltest sie verinnerlichen, damit du nicht dieselben Fehler begehst wie Slane. Das schwarze Buch des Kodex liegt im Ratssaal auf meinem Schreibtisch.
Sieh es dir an und lerne. Mach ich. Gut. Denn auch du wirst dich daran halten müssen, wenn du was erreichen willst. Ich will Mara bekämpfen. Das ehrt dich. Viel interessanter ist allerdings, wie du gegen sie kämpfen willst. Mit dem Blutopferdolch. So? Und du glaubst, das ist schon alles? Wenn du nur mit dem Dolch Mara die Stirn bietest, wird sie ihn dir in den Rachen schieben. Was schlägst du vor? Wir müssen beenden, was wir angefangen haben. Jetzt ist es an dir, unsere Fehler zu korrigieren. Was habt ihr damals bloß verbrochen? Ich selbst war es, der Stahlbart zum Wassertempel entsandte, um seine verborgenen Schätze zu heben. Und so fuhren die drei anderen Kapitäne unter Stahlbarts Führung in ihr Unheil. Sie entrissen dem Tempel die vier Titanen-Artefakte und weckten damit ein Ungetüm, wie es die Welt noch nicht gesehen hat. Du hast sie losgeschickt? Ja. Stahlbart, Crow, Garcia, dieser störrische Esel Slane und ich haben regelmäßig im Rat Pläne geschmiedet. Der Wassertempel sollte einer der größten Erfolge der Piratenwelt werden. Ironie des Schicksals, würde ich sagen. Und seitdem lastet auf Stahlbart dieser lästige Fluch, der jetzt an mir hängt. Ja. Und er wird dich verfolgen, solange Mara existiert. Und das ist noch nicht alles. Sie sind alle verflucht. Alle vier. Jeder auf seine ganz eigene Weise, mein Junge. Hüte dich davor, Mara in die Falle zu tappen. Sonst teilst du vielleicht eines Tages das Schicksal Stahlbarts. Wo ist dieser Wassertempel? Das kann ich dir leider nicht sagen. Nur Stahlbart wusste, wie man ihn findet. Nicht zuletzt darum machte ich ihn damals zum Anführer der Kapitäne. Verstehe. Tatsächlich. Wie kamt ihr eigentlich auf die Idee, diesen Wassertempel zu plündern? Stahlbart hatte davon auf einer seiner Kaperfahrten erfahren. Ich glaube, es waren irgendwelche Eingeborenen, die ihm davon erzählt haben. Glaubst du, er hätte wissen müssen, was passieren kann? Ich weiß es nicht. Aber es ist passiert und alles andere spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Was weißt du noch über den Fluch der Kapitäne? Mara verfolgte sie, manipulierte sie und schickte ihnen ihre Höllenbrut auf den Hals. Überall kamen plötzlich diese Versunkenen aus dem Meer und vernichteten alles, was ihnen in den Weg kam. Am Ende konnte Mara sogar Crows und Garcias Willen brechen und für sich in die Schlacht schicken. Ich werde ihr nicht in die Falle gehen. Das hoffe ich, mein Junge. Zwei der Kapitäne hat Mara auf diese Weise jedenfalls auf ihre Seite gebracht. Jetzt bist du hier und beanspruchst das Erbe Stahlbarts. Also sei auf der Hut, damit sie dich nicht auch erwischt. Hat Stahlbart dir von seinem Titanen-Artefakt erzählt? Dem Amulett der Erde? Sicher. Weißt du, wo ich es finden kann? Es ist dir wirklich ernst, nicht wahr? Jetzt, wo du fragst, vielleicht suche ich mir doch besser eine andere Freizeitbeschäftigung. Jetzt werd mal nicht gleich frech. Ich kann dir nur einen Hinweis geben. Genau weiß ich es nicht. Stahlbart, das alte Schlitzohr, hat das Amulett in Garcias Schatz versteckt. Ich habe keine Ahnung, wie er das geschafft hat. Geschweige denn, wo Garcia seinen Schatz vergraben hat. Crow ist erledigt. Aber wo ist Garcia? Garcia ist immer dort, wo es was zu holen gibt. Wenn ich es mir so recht überlege, ist es nicht verwunderlich, dass Mara ihn beeinflussen konnte. Der Mistkerl schlägt sich immer auf die scheinbar mächtigere Seite. Garcia hatte schon früher Kontakte mit Händlern aus Caldera, weil er sich einen Vorteil davon versprach. Wenn du ihn finden willst, solltest du dort mit deiner Suche beginnen. Lass mich mit Slane auf die Jagd gehen. Ha! Ihr beiden seid Kindsköpfe. Zwei Kamele in der Wüste der Selbstüberschätzung. Auf der Suche nach Erkenntnis. Nein. Solange Slane seinen Teil des Deals nicht erfüllt, wird er keine Ausrüstung erhalten und in meinem Hafen bleiben.
Was, wenn er den Dolch wirklich nicht hier hat? Jetzt fängst du auch schon an. Haltet ihr mich eigentlich alle für bescheuert? Natürlich hat er den Dolch. Und er wird ihn mir bringen. Und was soll ich deiner Meinung nach bis dahin machen? Du hast sicher noch andere Aufgaben, um die du dich kümmern musst. Oder glaubst du wirklich, dass du schon bereit bist, Mara anzugreifen? Naja... Mach, was du willst. Slain soll sich an den Deal halten. Und das ist mein letztes Wort. Ich habe jetzt Wichtigeres zu tun. Hey, der Typ, der ist so ein Sturkopf, ne? Das ist unglaublich. Die 8 Regeln des Piratenkodex. Erstens, das Wort des Kapitäns auf seinem Schiff ist Gesetz. Zweitens, wer es findet, darf's behalten. Drittens, schlage niemals einen guten Kampf aus. Viertens, der Zweck heiligt die Mittel. Fünftens, Deal ist Deal. Sechstens, im eigenen Hafen wird kein Krieg geführt. Siebtens, bei einem Duell im eigenen Hafen müssen beide Gegner zustimmen. Achtens, wer gegen den Kodex verstößt, wird entehrt oder getötet. Ja, okay. Eine Karte von Antigua, nicht schlecht. Ich habe jetzt... Ja, okay, du sitzt doch sowieso nur rum. Aber okay, wenn du meinst. Gut, in dieser Folge geht es halt sehr stark um alte Geschichten, ne? So wie es ausschaut. Und, ja. Ja, genau, jetzt kommt auch noch ein Gewitter. Der hat anscheinend nicht mal mitgekriegt, dass ich, einfach mal in sein Zimmer gehe. Naja, egal. Die Miliz hatte mich durch den Strick zum Tode verurteilt. Ich stand bereits eine halbe Stunde am Galgen und zog langsam an meiner letzten Pfeife. Eine Minute später und das wäre aus gewesen. Dann kam mein alter Kumpel Greg und schoss durch das Seil. Den Strick bewahre ich heute noch als Andenken im Lagerhaus auf. Na, sieh mal einer an. Ja, okay. Ein bisschen Proviant zusammenschnorren. Ja. Gut, es bleibt trotzdem jetzt immer noch die Scheiße mit der verfluchten Schatzkarte. Das ist das, was mir gerade ein bisschen zu schaffen macht. Ich guck mal, ob ich ein bisschen handeln kann. So, wie... Zeig mir deine Pistolen. Sehr gern, mon Capitaine. So, mal gucken, was ich verkaufen kann. Eine Axt eines Versunkenen. Den Krabbenstecher, der kann weg. Garganus kann weg. Die Enterpistole weg. Schaufel, Häutungsmesser, die Äxte. Alle weg. Leuchtkugeln alle weg. Erdestein behalte ich nochmal. Die Goldbrocken, die Affenstatue, Statue, Schale, Silberpokal. Benutzbares. Was habe ich denn hier? Weißt du was, das behalte ich nochmal. Nee, da habe ich nichts. Da auch nicht. Auch nicht. Naja, anscheinend habe ich nichts mehr, was ich hier so verkaufen kann. Na gut. So. Ich habe 6100, auch nicht schlecht. Gerissenheit, da muss ich. So. Jetzt mache ich, aha. Jetzt kann ich auch noch eben kurz zum Mac gehen. Wo
Wo ist der Penner? Hey. Da. Und kann dem seinen Proviant geben. Hier, hast du dein Päckchen. Rick hat dich tatsächlich vergessen. Das soll nicht wieder vorkommen. Ja, ja, sei es drum. Danke für deine Mühe. Was ist nun mit den Geschichten? Ach ja, wo waren wir stehen geblieben? Reden wir über die Kapitäne. Erzähl mir was über Captain Stahlbart. Ja, Captain Stahlbart. Welcher Pirat wäre nicht gerne unter seiner Flagge gesegelt? Sein altes Schiff, die Eleanor, war selbst im alten Königreich gefürstet. Seine Kaperfahrten waren legendär. Der König selbst habe damals sein bestes Schiff gegen Stahlbart in die See geschickt. Und gewonnen. Stahlbart überlebte als einziger und schwamm zurück zum Festland, wo ein Teil seiner Crew ein Schmugglerlager aufgeschlagen hatte. Wie es ihm gelungen ist, von dort zu entkommen, ist bis heute noch umstritten. Stahlbart war jedoch immer gut mit Admiral Alvarez befreundet. Du kannst ihn ja mal fragen. Also in dieser Folge geht es wirklich sehr stark um alte Geschichten. Ich meine, ist ja auch mal interessant. Was weißt du über Captain Garcia? Garcia war schon immer ein gieriger, unbarmherziger Hund. Er soll an den Rang eines Kapitäns gekommen sein, indem er seinen damaligen Captain erdrosselt hat. Seitdem ist an viel Gold gekommen. Und man sagt sich, dass ein Schatz irgendwo in der Südsee vergraben sein soll. Gesehen wurde er zuletzt irgendwo in Caldera. Garcia war dort eine Zeit lang im Kerker und hat sich dann irgendwie freigekauft. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sein Weg ihn dorthin führt, wo es besonders viel Gold gibt. Wegen Mara. Was weißt du über Mara? Mara? Also gut. Hör zu, sie ist ein mächtiges und sehr, sehr altes Wesen. Ihre Schönheit ist so anziehend wie die Stimme einer Sirene und wird nur von ihrer Boshaftigkeit übertroffen. Sie war sehr lange in ihrem Gefängnis eingesperrt, bis die ersten Titanen an die Oberfläche kamen. Sie hat all die Jahre Zeit gehabt, sich zu überlegen, wie sie sich an uns rächen will. Und nun wurde sie zu allem Überfluss auch noch befreit. Wie ist Mara entkommen? Es gab schon lange eine Legende über den Wassertempel. Man sagte sich, es würden große Schätze darin verwahrt. Schwierig für einen Piraten da zu widerstehen. Und weiter? Nun, Admiral Alvarez setzte sich mit den Piratenkapitänen an einen Tisch. Sie hackten eine der größten Kaperfahrten ihrer Zeit aus und plünderten den Wassertempel. Dummerweise befreiten sie ganz nebenbei Mara aus ihrem Gefängnis. Großartig. Wofür will sich Mara rächen? Für ihre Gefangenschaft natürlich. Was ist denn damals passiert? Es hat mal eine Zeit gegeben, in der Mara schon einmal sehr mächtig war. Damals haben die Menschen es irgendwie geschafft, sie zu bannen. Aber was genau vorgefallen ist, können dir heute wohl nur noch die Toten erzählen. Ich glaube, dann will ich es gar nicht so genau wissen. Also muss ich definitiv irgendwie mit den Toten reden, wenn ich das wissen will. Wie kann man Mara aufhalten? Es gab mal eine Geschichte von einem jungen Mann, die ist noch gar nicht so alt. Man erzählte sich, er sei als Schiffbrüchiger an eine Insel gespült worden. Die Insel jedoch wurde von einem Feuertitanen bedroht, der aus der Tiefe eines Vulkans ausbrechen wollte. Dieser junge Mann schaffte es durch Mut, Ehrgeiz und mit ein wenig Unterstützung, den Titan zu bezwingen. Mara wird man mit denselben Mitteln schlagen können, denke ich. Ich dachte, es sei alles bis auf die südlichen Inseln von den Titanen verwüstet worden. Ja, aber die Geschichten nicht, mein Freund. Die Geschichten nicht. Na, dann weiß ich ja Bescheid. Wie bitte? Schon gut. Interessant. Gut, ich werde diese Folge jetzt aber mal beenden. In der nächsten Folge werde ich mal schauen, ob ich vielleicht mal dieses scheiß Proviant zum Hafen bringen kann. Aber dafür muss ich ja immer noch ich guck mal, wie ich das anstellen kann. Doch bis dahin,
wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, wann auch immer ihr das sehen werdet. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, macht's gut, Leute.